Nachts, 12:30 und ihr genießt jetzt das letzte App-Review in 2012. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in 2012. Wir haben den 31. Dezember. Ich habe mir gedacht, ich mache nochmal ein kleines Special, denn es ist gerade ein verdammt geiles, geniales Spiel, wie ich persönlich finde. Ein geiles Jump-Game von 1,59 € auf sagenhafte 0 € runter gejumpt, möchte ich sagen. Sonic Jump. Ladet ihr euch jetzt einfach runter. Nachdem ich so ein mieses Wortspiel eben gerade in den Sand gesetzt habe, ja, zocke ich das Game jetzt lieber nicht an, bevor ich mich jetzt hier noch zum Affen mache um 1 Uhr nachts, ja. Gönnt euch das Spiel, die meisten von euch kennt es sowieso, ist ein super geiles Game und sind 100 MB, die wirklich sehr gut investiert sind auf eurem iPhone oder iPod Touch oder eventuell sogar iPad, ja. Ja, und zum Ende des Jahres möchte ich noch mal ein paar Fragen beantworten. Ich habe mal so ein bisschen die meistgefragtesten Fragen aus dem Postkasten so zusammengesammelt, und werde jetzt die mal beantworten. Was hast du zu Weihnachten bekommen? Ich habe so ein Dings bekommen, das kann man ganz weit hinten in den Schrank packen. Nein, Spaß. Also ich wünsche mir nicht mehr viel. Ich habe momentan so ziemlich alles, was ich haben möchte. Ja. Was ich mir nochmal irgendwann anschaffe, ist vielleicht ein MacBook. Aber wer schenkt mir schon für 1.000 € ein MacBook? Ja? Außer die Eltern vielleicht. Ja? Also von daher heißt es, wenn mich jemand fragt, meist ein Amazon-Gutschein wäre nett oder ein Douglas-Gutschein wäre nett. Und so kann man dem dann auch aus dem Weg gehen, dass man irgendeine Scheiße geschenkt bekommt, die man dann gar nicht weit genug hinten in den Schrank stopfen kann. Dann eine sehr häufig gestellte Frage, gerade nach dem letzten Video: Was machst du Silvester? Ich werde einen Bungee-Jump im Leopardenmuster-Bademantel vom Mount Everest machen. Also nichts Großartiges. Ja? Könnt ihr mal in die Kommentare posten, was ihr so Silvester startet, um eine ehrliche Antwort darauf zu geben. Ich werde wahrscheinlich an einer weltsensationellen Hausparty mit vielen Chicas und viel Alkohol, der vergessen lässt, teilnehmen und werde mir dann den ein oder anderen Jim Beam Mischer gönnen, um auch die Frage zu beantworten, was denn mein lieblingsalkoholisches Getränk ist. Ich kann um 2 Uhr nachts nicht mehr sprechen. Es geht nicht. Nebenbei trinke ich auch ganz gerne 43er mit Milch. Auch der absolute Hammer. Muss man aber aufpassen, wenn man wie ich, ja, die Gärung von 2 Wochen drin hat, dann kommt das ziemlich schnell alles raus und das röhrt ziemlich in der Schüssel. Also Obacht, ja. Dann kam eine sehr konservative Frage, wie ich persönlich fand. Was bedeutet für dich Heimat, Chris? Ganz einfach gesagt, WLAN-Empfang. Ein guter WLAN-Empfang und ich fühle mich wie zu Hause. Ja. Dann möchte ich euch nochmal ganz kurz, ich habe vorhin einen Screenshot gemacht von dem aktuellen Edeka-Prospekt. Für alle, die das Video jetzt am 31. sehen, es ist ja relativ früh online gekommen. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euch an Silvester gönnen wollt, guckt mal hier zum Beispiel Bacardi Orcard für 9,99 €. Smirnoff Wodka für 8,99 €. Ihr seht auch immer, 3, 4 € könnt ihr da sparen, wenn ihr noch nicht für Silvester eingekauft haben solltet. Gönnt euch das. Besorgt euch da nochmal ein paar feine Sachen, damit ihr da auch richtig schön in das Jahr 2013 rutschen könnt. Ach ja, kleiner Tipp noch, 2 Liter Cola morgen exklusiv bei Rewe für 1 €. Ja, also ihr könnt richtig Schnäppchen machen. Coca-Cola für 1 €. 2 Liter Flasche morgen am 31.12. bei Rewe. Also ihr könnt euch da ein paar Schnäppchen zusammensammeln und dann richtig schön feiern. Ja, ich bin auch ein kleiner Sparfuchs geworden. Ne? Wer Markenprodukte haben will, der muss immer mal gucken, wo sind die gerade im Angebot. Ja, also ich wünsche euch alles erdenklich gut. Ich bedanke mich für 2012 auf YouTube. Es war wieder ein schönes Jahr. Es war für mich auch ein wunderbares Jahr. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Frauen bedanken, die 2012 mit mir zusammen waren. Ja? Das hört sich jetzt so an, wie ob das die Massen an Frauen gewesen sind, aber die 3, 4 Frauen, vielen Dank, dass ihr mich so schön ertragen habt, dass ich euch teilweise ertragen musste. Und vielen, vielen Dank natürlich an meine beste Marie. Wir hatten ein unglaublich lustiges Jahr 2012. Und das werden wir 2013, glaube ich, noch toppen. Wir haben viel gelacht, wir haben unglaublich viele geniale Dinge erlebt und ich finde es toll, dass es wirklich noch so Menschen gibt, mit denen man einfach nur rumalbern kann und Spaß haben kann. Ja? Das ist wahnsinnig genial. Da möchte ich wirklich nochmal Danke sagen und wünsche jetzt allen, die das Video gucken, einen guten Rutsch ins Jahr 2013. Freue mich natürlich auf 2013. Hier auf YouTube. Es wird
tolle neue Videos geben. Wünsche könnt ihr weiterhin gerne per Privatnachricht hier auf YouTube mir zukommen lassen. Kleiner Tipp nochmal so am Rande, wenn ihr Silvester vom Saufen früh genug im Koma liegt, dürft ihr nochmal 10 Euro Praxisgebühr beim Notarzt zahlen. Also gönnt euch und danke für 2012. Rutscht gut rein.